Hey ho, hier ist Mo van Huya mit mir, Mo Tansen. Ich spiele Resident Evil 7. So, ja, ihr wundert euch, ne, warum spielt dieser Typ jetzt ein halbes Jahr nach Release dieses Spiel? Tatsächlich, weil ich mich nie getraut habe, das zu spielen. Ich wollte es mir nicht kaufen, obwohl ich immer sehr neugierig war. Und jetzt hat mir leider, oder netterweise, der Zuschauer Carsten dieses Spiel einfach geschickt. Oh, und jetzt kann ich wohl nicht anders und bin tatsächlich auch ein bisschen addicted. So. Also jetzt hat es mich erwischt. Ich bin neugierig, ich will wissen, was hier los ist. Obwohl Horrortitel überhaupt nicht mein Ding sind und ich mir wirklich bei jeder Kleinigkeit in die Hosen scheiße, habe ich mich jetzt schon an viele Sachen ein bisschen gewöhnt. Und muss auch gestehen, es geht halt, ne? Also man kann es aushalten, aber es gibt schon Situationen, wo ich mich wirklich körperlich unwohl fühle, mich sehr erschrecke oder. Hier klopft doch schon wieder irgendwas. Mich sehr erschrecke und es ist einfach nicht so mein Genre. Mir ist auch aufgefallen, ich könnte mal. Ich hatte am Anfang vorsorglich die Lautstärke ein bisschen runtergenommen. Das könnte ich mal ein wenig wieder zurückschrauben. Weil mir aufgefallen ist, dass in den YouTube-Videos von der Umgebung hier jetzt nicht mehr so viel zu hören ist. Dafür mache ich mal meinen Kopfhörer leiser, weil ich persönlich mag es nicht so laut, weil dann kriegt man natürlich noch mehr Angst. So, hier waren wir zuletzt. Ich habe auch irgendwann ein YouTube-Video gesehen, wo in diesem Raum, glaube ich, wieder jemand gegen diesen verrückten Alten, der ich glaube Jack heißt, kämpft. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss, dass mir das auch wieder passieren wird. Also, dass der hier einfach wieder aufersteht. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Na gut. So, und ich... Pistolenmunition. Ich muss Schlüssel finden. Das weiß ich. Antike Münze. Genau, und ich habe gerade mein Inventar so ein bisschen entleert, damit ich wieder neue Sachen aufnehmen kann. Die Holzfigur zum Beispiel könnte... Scheiße, ey. Eine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und die... Wie du sehen kannst. Ja, wie ist das so? Okay, das ist es ja wohl noch nicht gewesen, oder? Das war ja mal einfach. Tatsächlich, ich habe das eben schon geahnt. Ich habe die Tür aufgemacht und es ging nicht die Tür auf, sondern es wurde schwarz. Da wusste ich schon, oh mein Gott, es kommt wieder eine gescriptete Sequenz. Genau das ist passiert, aber ich habe jetzt Gänsehaut am ganzen Körper. Ey. Meine Fresse. Schön ist das nicht. Und ich weiß, der wird immer noch nicht tot sein. Der fängt doch wieder an, mich zu nerven hier, oder? Ich versuche trotzdem rauszugehen. Genau. Denn ich will jetzt das Schattenrätsel ausprobieren. Ich habe hier so eine Holzstatue aufgenommen und ich könnte mir vorstellen, die führt wieder in... Alte Dame ist auch weg. Kein gutes Zeichen. Jetzt fühle ich mich hier in dem Raum, wo ich vorher wusste, dass nichts los ist, wieder unsicher. Ach, scheiße, und ich habe vergessen, meinen Wecker zu stellen. Wartet mal eine Sekunde. Stell den Timer auf 20 Minuten. Okay, T-20 Minuten. So, Siri. Ich benutze eigentlich Siri für gar nichts, aber wenn man ein Headset auf hat, lerne ich jetzt, dass Sprachsteuerung tatsächlich eine feine Sache ist. So, das benutze ich mit... Hey, wo ist denn die Statue? Ja. So, und das wird ja interessant. Wie soll ich
ich denn die in Vogelform bringen? Da müssen wir mal weiter rumprobieren. Das hier könnte da oben sein. Ja, ja, ja. Das sieht doch gut aus. Okay. Noch nicht ganz. Streik. Vielleicht so? Nein. Aber. Warte mal. Steuerung. Ich kann drehen und mehr kann ich auch nicht machen. Das hat nicht gereicht. Schade. Versuche ich mal in die andere Richtung. Das sieht doch gut aus. Guckt euch das mal an. Das ist nahezu deckungsgleich, würde ich mal sagen. Puh. Kriegen wir es noch besser hin? Nee, das muss reichen. Ich versuche es mal. Yes. Yippie, eine dunkle, gruselige Tür. Ja. Das frage ich mich auch. Wer baut diesen Mist? Vor allen Dingen, was ich ja auch gelernt habe. Warte. Eine Suche nach Helene Midkiff eingeleitet wurde, Kollegen. Vermisst mitgefehlt seit der Nacht des Berichte für Miss Madonna in den letzten 2 Jahren. Okay, das hatte ich schon durchgelesen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ändern sich auch Orte. Also das ist... Da zum Beispiel brauche ich 3 Hundeköpfe, damit die Tür sich öffnet. Eigentlich ist das der Ausgang. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit hier in dem Haus bleibe und mehr freischalte. Okay, was mache ich jetzt? Wieder mit zugekniffenen Augen durch? Ja, ich fürchte ja. Ich habe auch das Gefühl, ich bin je nach Spielverlauf... Mehr oder weniger entspannt hier. Also in dem letzten Part fühlte ich mich ein bisschen sicher. Hier ist es schon wieder ein bisschen creepy. Vor allem, weil ich ja auch weiß, dass hier teilweise dann so komische Geister auch erscheinen. Also die einfach erscheinen, die müssen noch nicht mal hinter einen Busch vorspringen, sondern sind einfach da. Kraut. Mäh. Bevor ich irgendwelche Türen öffne, gucke ich mich erstmal überall um. Ich kann sowieso hier jetzt nur... Was war das? Scheiße. Oh Gott. Fuck. Psychotikum. Was soll das denn? Finden Sie Objekte mit dem Psychotonikum? Aber warum? Bisher war, wenn ich einen Kühlschrank aufgemacht habe, einfach nur immer eklig. Ich warte aber auf den Moment, wo da mal irgendjemand rauskommt oder so. Okay, die Tür geht nicht auf. diese komischen Wackelköpfe. An einem stand am Anfang, schieß auf mich. Ich glaube, das gibt extra Punkte. Munition habe ich zumindest jetzt richtig viel. Entschuldigt, wenn ich teilweise so hektisch hin und her gucke, aber oh, manchmal höre ich ein Geräusch und dann muss ich mich schnell umgucken. Okay. Hier bin ich hergekommen. Da ist übrigens, ich habe schon einmal eine Kiste zerkloppt. Das hat funktioniert. Und so funktioniert immer noch. Also, wenn ich jetzt eins habe, dann ist es wirklich unfassbar viel Munition. Macht mich das glücklich? Nicht wirklich.
Okay, durch das Tür kann ich nicht. Gucken wir mal, was hier passiert. Vor allem, wenn ich mich bewege, macht es immer Geräusche. Und dann auch mehr, als ich das Gefühl habe, dass sie von mir kommen. Ich kann das nicht erkennen. Irgendein Gewurschtel. Und eine Liste. Vacation, Husband, the husband was success. They will just get Julie, drei college girls, she all rotten. Lucas is a dumb idiot. Ich weiß ja nicht, achso, okay, man kriegt die auch nochmal. Mann und Frau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. Drei College-Studenten sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. Obdachloser Mann in 3 Tagen gewandelt. Er ist jetzt der 13. Ich würde gerne mal wissen, was hier grundsätzlich für Experimente passieren. Also in was sie die Leute verwandeln. Okay. Oh, eine Münze. Also mit den Münzen könnte ich mir echt mal gestohlen bleiben. Schießpulver. Und, wieder eine Schachtel. Kann ich die öffnen? Ja, ich kann sie öffnen. Gut, dass ich sie geöffnet habe. Und da sieht es ja richtig lecker aus wieder. Verdammte Scheiße. Die Kiste. Ich bräuchte mal grundsätzlich einen Schlüssel für diese Kisten. Das wäre sehr lecker. Das ist nämlich schon die 2. die ich gesehen habe. Leere Schublade. So Leute, es hilft nichts. Ich muss durch diese eklige Wand. Ah, das ist schon hell, da würde ich lieber bleiben. Aber es hilft nichts. Mäh. Ja, also ich glaube, ich kann es vermeiden. Ich werde wohl, wenn es kein Jumpscare ist, dann kreische ich auch nicht rum. Aber was ihr nicht mitkriegt, ich halte zwar die Klappe und schieße, aber über meinen ganzen Körper läuft eine Gänsehaut. Scheiße. Okay, also ich habe gelernt, hier wachsen, wenn es blöd ist, Monster aus der Wand. Die ich aber abschießen kann. Fuck. Vor allem die Sounddesigner von. Was ist denn eigentlich der Hersteller des Spiels? Capcom? Namco? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube Capcom. Die Sounddesigner haben auch wirklich, wirklich, wirklich einen scheiß guten Job gemacht. Ich glaube, hier war ich schon mal. Diese Skorpion-Tür kommt mir so bekannt vor. Die Ambient-Sounds, die hier manchmal sind, sind echt krass. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube hören könnt. Man hört hier so Wind-ähnliche Geräusche. Ich gehe mal erstmal hier hin. Oh, ich glaube, ich habe einen Safe-Raum gefunden. Nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Keine Ahnung, scheiß drauf. Munition. Also grundsätzlich habe ich einen Mangel an Schlüsseln, würde ich mal behaupten. Ich kann abspeichern. So, ich nehme mal einen neuen Speicherstand. Immer wenn sich
eine Menge getan hat, versuche ich das so abzusprechen, dass ich bei Änderungen nochmal zurückspringen könnte. Okay, so, abgespeichert ist. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Hier bei der Kiste könnte ich jetzt wieder meine Sachen einsammeln. Ich würde ja nach wie vor eigentlich gerne mal wissen. Dafür muss ich wieder was ablegen. Ich glaube, die Münzen brauche ich nicht wirklich, habe ich gerade das Gefühl. Ich würde ja gerne mal diese E-Mail lesen von meiner Freundin. Aber. Ah. Achso. Komm und hol mich. Baker's Farm. Das war's. Alles klar. Dann zurück in die Kiste. Zack. So. Ich habe wirklich viel Munition. Aber auch gerade gelernt, dass ich die wirklich gut gebrauchen kann. Na gut, ich gehe mal das Risiko ein und lege eine Packung hier rein. Wie gesagt, weil ich nicht so viele Slots frei habe. Und jetzt, tada, weiter im Stoff. So, wir haben ungefähr noch 10 bis 15 Minuten. Schande. Ich hätte die Munition nicht aus der Hand legen sollen. Ach Gott, ey. Sag mal. Vor allen Dingen, das soll alles in einem Haus sein, ja? Ich weiß ja nicht, dieser Typ, der aus dem, ich nenne es mal Teer, kam. Das gemeint war, dass sie die Leute da irgendwie verwandeln, ob die dann zu so einem komischen, tärigen Monstern werden. Meine Fresse, ey. Oh. Wer macht dann sowas? Oh, scheiße. Alter. Weißt du, wenn man sich das YouTube-Video anguckt, dieses hier jetzt, lachen sich bestimmt der eine oder andere krank, aber es ist VR, ne? Man steht mittendrin und die Dinger sind wirklich vor einem. Ja, Gott, ey. Ich glaube, ich muss mir nächstes Mal einen Skianzug anziehen, weil dadurch, dass ich ständige Gänsehaut kriege, ist mir jetzt ganz kalt. Okay, aber... Ich habe gelernt, es hilft ja nichts, ne? Ich muss da durch. Und gehe jetzt deswegen. Nachladen. Vor allen Dingen. Also, ich erschrecke mich mal zwar vor den Monstern, aber ich finde die jetzt nicht so gruselig, wie das Gefühl, dass immer gleich was passieren könnte. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Holt ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Boah. What the fuck? 3A und ein Handabdruck. Oh. Geil. Jetzt hat mein Telefon geklingelt. Ich muss mal ganz kurz eine SMS beantworten. Ja.
Das ist das Problem, ne? Die reale Welt entwickelt sich jetzt auch zu einem erschreckenden Platz, so wie ein Telefon klingeln. So, wie sicher ist, dass die Person hier gleich rumlaufen wird? Also der... Ich muss offensichtlich... Oh, könnt ihr es bitte aufhören? Hier war noch ein Schritt, oder? Scheiße. Ich versuch's mal. Verschlossen. Lara. Offen. Euch ist schon klar, dass irgendwie jetzt gleich hier jemand rausspringt, ne? Scheiße. Ich will das nicht. Okay, hilft nichts. William. Mach's wieder zu. Und Sean, das Schaf. Und der letzte. Fuck. Okay, nichts passiert. Ich krieche es nicht auf. 3A und Handabdruck. Wenn sich nicht alles in mir... Warte mal. 3A und Handabdruck. Ich muss das nochmal durchlesen. Da ist doch ein Handabdruck an der Wand. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. So, vielleicht etwas schauen. Hier steht nichts dran. Ein Name mit 3 A's vielleicht. Lara. Aber das sind nur 2 A's. William, 1 A. Und Sean, 1 A. Ich weiß nicht, ob... Hier ist da auch noch ein potenzielles Monster drin. Es tut mir leid, ich muss hier mal rausgehen. Puh. Das ist mir alles zu gruselig. 3A und ein Handabdruck. Aha. Schön. Ich versuche aber erstmal die Tür, damit ich alles hinter mir überprüft habe. Super. Ein neuer, ekliger Raum. Wie groß ist denn das hier bitte, ey? Das ist so groß, dass man auf jeden Fall den Überblick verliert. Karte des Verarbeitungsbereiches. Was ist denn? Oh Gott. Ich guck mal auf die Karte. Krematorium. Verarbeitungsbereich. Werkstatt. Zerlegungsraum. Leichenhalle. Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Oh Gott. So, die kann ich zerkloppen und es gibt Munition. Die kann... Alter. Jetzt habe ich schon wieder so eine komische Drehung gemacht. Ich weiß leider nicht, welche Tastenkombination diese Drehung immer vollführt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber dadurch, dass ich das Ganze hier moderiere, das macht es mir einfacher, als es für die Zuschauer gedacht ist. Was ist denn das? Skorpionschlüssel. Ah, sehr gut. Oh, steckt im Fleisch, klar. Ein Dietrich. Auch. Scheiße. Okay, ich habe einen Schlüssel und einen Dietrich und mein Alarm hat geklingelt. Das heißt, ich muss hier sowieso gleich mal Schluss machen. Oh, fuck. Ah, komm schon.
Ich war doch schon fast raus, ja. So, jetzt laufe ich raus. Scheiße nochmal. Die Tür mache ich zu, sonst kommen da wieder Monster. Okay, Leute. Ich fürchte, diese Monster, auch wenn die scheinbar gar nicht gefährlich sind. Also, die kriege ich ja wirklich mit ein paar Kopfschüssen immer gut erledigt. Ich gehe in den Safe-Raum. Wow. Scheiß die Wand an, ey. Boah. Das ist aber jetzt für eine Session also auch erstmal genug. Vor allem, ich habe echt immer das Bedürfnis, die Tür zuzumachen. Ja. Puh. So. Was kann ich loswerden? Ich lade mal nach. Okay, ich habe einen Dietrich- und Skorpionschlüssel. Der Dietrich hilft mir vielleicht, diese Truhen zu... jetzt überschreibe ich. Die Truhen zu öffnen. Aber ich glaube, da sind nur Items drin und nichts Story-driven. Puh. Ja. Super Geschichte. Alles klar. So, ich bin gleichzeitig auch ein bisschen froh, dass ich mit der Runde heute fertig bin. Da waren jetzt ein paar Schrecksekunden dabei. Aber, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen im Griff momentan. Alles klar. Ja. Also, danke, dass ihr dabei wart. Und das meine ich wirklich ernst. Also, es hilft mir, dass ich mit jemandem imaginären reden kann. Dann fühle ich mich hier nicht ganz so belämmert. Irgendwie schweigend durch das Haus zu laufen, würde mich echt fertig machen. Gib mir bitte gerne Kommentare. Ich bin wirklich gespannt für die erste Folge, die ich heute online gestellt habe. Da haben schon sehr viele Leute geschrieben. Danke dafür. Und das macht auch wirklich Spaß. Also mich würde auch mal interessieren, was ihr für Erfahrungen mit Resident Evil gemacht habt, falls ihr das schon selber gespielt habt oder ob ihr es mal spielen wollt. Gebt mir auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Das hilft nämlich meinem Kanal. Dadurch werde ich auf YouTube sichtbarer und kann mehr Leute erreichen. Das ist natürlich irgendwie... Das war's erstmal. Mutensen sagt... Bis dann. Ciao.